Toplane gesteckte Wave aktuell für Genex, der jetzt hier seine Passive nutzen will. Pride richtig viel Schaden bekommt. Moin, wieder Flash, First Blood für Genex. Solo-Kill für diesen Urgott. Das war richtig. Der Turret, der steht da. Smiley wird einfach ignoriert. Smiley, der jetzt selber zusammen mit Sandro hier aufräumen möchte. Der Kill für Sandro und auch Lurox wird angeflasht. Und Smiley, Double Kill aber für Sandro. Das. Ich glaube, das will man nicht auf sich sitzen lassen. Und Sandro versucht gerade irgendwie Henrik noch diese Krabbe zu töten, aber macht halt keinen Schaden. Währenddessen sein Team schon mal mit dem Drake anfängt. Level 6 da auch mittlerweile erreicht. Also sehr guter Start für den Mit-Tabellenführer aktuell hier in der Strauß Prime League. Der erste Drake jetzt ebenfalls nach 7 Minuten für sie. Und damit können sie definitiv arbeiten. Ja, das ist ein wundervoller Start im Spiel, im Hinspiel. Fight ist direkt dahinter eine Stopwatch. Ja. Ja, dieser Fight könnte auf jeden Fall an sie gehen. Das Fass wird eingeflasht von Special. Depth Charge oben drauf. Sofort der Kill für Smiley. Überzahl für Eintracht. Spandau. Genex ist unterwegs, will das Team hier nochmal nicht genug Schaden machen. Die Frontline aktuell zu Beefy von Lurox, von Prime, die Weavers von Verbiffen ebenfalls nochmal auf die Botzeit, um in der Überzahlsituation stehen zu lassen. Und damit fallen hier die Kills. Zumindest Sansara ist down. Shutdown. Essentiell für Kidui. Richtig schönes Comeback. Immer sehr gerade. War das eine Potion, die ihn da nochmal hochgetickt hat? Also das eine war Passive, wirklich so crazy. True. Ich glaube, es war seine Passive. Oh, also das war echt unangenehm. Vor allem wäre es natürlich so ein wichtiger Kill gewesen. Wir haben über die AP-Damage-Verteilung geredet. Verbiffen hier nach vorne zu bringen. Er hat keine Summoner, das Base geht allerdings in die Stopwatch. Weavers Wall kommt, TP ist ebenfalls, Smiley ist down, Überzahl für SK. Ist das ihr Moment? Special muss mir die Wand flashen, wird allerdings durch, TC wird eingesaugt. Wenn er schon auf 6000 Leben flitten möchte, man das normalerweise nicht. Pride auf der Flank, versucht mal ein bisschen weiter zu stressen, die sind relativ low. Und jetzt wird man das doch flippen, aber keine Chance. Nash für SK Gaming Prime und die Kehrtwende in die... Können sie spielen? Lilith ist zu tanky, schirmt den Damage ab und Spandau sichert sich den Soul Point. Ja, das ist wieder der König der Weedside, Pride, der hier durch die Itemization voll ihre Rolle erfüllen, weil die Komposition von 1 sonst eben genau das gleiche Problem hätte. Ah, Genex zusammen mit Kidui jetzt in der Midlane, den Turret möchte man trotzdem haben. Pride von der Seite, Turret ist down und Pride immer noch an der Seite. Kidui mit seinem Block erstmal Weavers und Kuhn, dann ist der Baron wieder da. Ja, das Pathing hat auf jeden Fall Pride ein bisschen getrollt, deswegen musste der flashen. Guter Anker, der Engage! Braum nicht das richtige Ziel, aber er ist down, Genex! Schneibt ihn raus und Kidui, der wartet auf die Situation reinzuspringen. Pride ebenfalls hart und der nächste Anker, aber die Stopwatch wird aktiviert. Kidui jetzt allerdings in dem Agro-Modus. Flash und Special ebenfalls bekommen. Shutdown für Verbiffen. Double für Verbiffen. Und das ist hier vielleicht der Spot für den zweiten Nash. Ja, SK muss schauen, wo sie jetzt hingehen wollen, was sie sich nehmen wollen. Durch die Hextech Soul auch schneller an diesen Drake. Vereiten also die Soul für Eintracht Spandau. Dieses Spiel liegt zum ersten Mal in der Hand von SK Gaming Prime. Der noch ganz, ganz knapp ein Autotech fehlt. Jetzt kommt Kidui, legt auch diesen Turret weg. Immer noch der zweite Inhibitor. Sehen wir ein SK Gaming Prime, das es endlich schafft, Top-Teams in dieser Liga zu schlagen. Ich glaube, die Ausgangslage ist eine sehr, sehr gute, vor allem weil Genex natürlich auch nicht zu viel riskieren. Es ist nicht wirklich was um Objectives auf der Map. Den Top-Tier-Zweitum, den sollte man for free bekommen. 600 Solo-Gold nochmal für Genex. Okay, Lilip. Flash. Und Prime trifft wieder, aber es ist der Braum, der dieses Mal was dagegen hat. Exhaust trifft auch nochmal. Kidui glänzt das Ganze und will weitergehen. Sansara jetzt auf verlorenem Post. Der erste Kill trotzdem schon gefallen. Überzahl für Spandau, aber jetzt ist es trotzdem nochmal der nächste Einsaug. Genex! Und Genex! Spandau geht unter! SK Gaming Prime muss das doch hier haben. Was Special, was dagegen? Pride, hier wird so meine Zombie-Form für Biven. Jetzt alleine, dieser Zombie-Form verprügelt alle. Mussonias geht raus, aber es ist das Ace und sie haben den Minion Wave. SK Gaming Prime holt sich im Topspiel den Sieg, weil Genex verlieren hat. Es ist der Weakside King, der LEC-Spieler, der jetzt hier SK den wichtigen Sieg holt. SK schlägt endlich ein Top-Team und greift nochmal oben mit.